Herzlich willkommen zur Yo Show hier im Yo Studio. Ich bin der Yo Man, das ist der Alexis und er hat uns eine ganz tolle Idee mitgebracht. Hallo, ich habe ein Fitnessstudio und was ich gerne möchte, sind T-Shirts und Pullis für mein Team mit unserem zweifarbigen Logo. Jo, das ist kein Problem. Dafür verwenden wir die Kreativtechnologie Schneideblatt, Flock und Flex auf Textil. Was wir alles dazu brauchen, haben wir hier schon mal vorbereitet. Das Wichtigste an dem Ganzen, die Folien. Hier zum Beispiel eine Flockfolie, kannst du mal anfassen, genau, die ist etwas flauschig. Oder hier die Flexfolie, die ist etwas gummiartiger. Damit können wir also später das Logo auf die Textilien aufbringen. Wir haben hier für dich, du wolltest ein etwas dunkleres Shirt, genau. Ein Shirt in Graphit von OT Franco gewählt, in M und den entsprechenden Pulli dazu. Dann benötigen wir einen Schneideplotter. Ein Schneideplotter ist im Prinzip nichts anderes als ein Drucker, nur mit einem kleinen Messer, mit dem man entsprechende Formen ausschneiden kann. Den gibt es in allen möglichen Ausführungen, wie hier zum Beispiel etwas größer für die fast schon Vollprofis oder in etwas kleinerer Ausführung wie den Sicabo Mini, den man sich schon fast zu Hause auf den Schreibtisch stellen kann. Dann brauchen wir dazu eine Transferpresse. Die Transferpresse ist im Prinzip nichts anderes als ein großes Bügeleisen, mit dem man entsprechend Druck ausüben kann. Ja, und zu guter Letzt einen Computer. Hier auch ein ganz normaler Laptop mit einer Grafiksoftware, in unserem Fall CorelDRAW, das du auch zu Hause bedienen kannst. Und da würde ich dich gleich mal bitten, dass du bitte CorelDRAW aufmachst. So, Alexis, dann importierst jetzt einfach mal dein Logo. Genau, Fit for Life Logo. Importieren. Jetzt haben wir hier also schon eine Grafik. Jetzt fehlt noch unser Spruch. Den schreiben wir einfach mit hin. Team. Genau, größer ziehen. Fett machen. Drunter setzen. Soweit fertig. Jetzt müssen wir diese Schrift nur noch auch vektorisieren und in Kurven umwandeln, damit sie im gleichen Format vorliegt wie das Logo. Genau. So, da das Logo zweifarbig ist, musst du es jetzt auch noch teilen, da der Plotter ja zwei Folien bedienen muss. Das heißt, wir trennen das Ding jetzt erstmal. Genau an der Stelle. Und im Moment haben wir das zwar hier noch farbig gekennzeichnet, aber prinzipiell brauchen wir das so nicht, sondern wir nehmen jetzt einfach mal die Flächen komplett raus und zeichnen nur die Ränder an. So. Und da wir das Ganze ja auf ein T-Shirt aufdrucken und vorher ausschneiden, müssen wir das Ganze jetzt auch noch gesamt spiegeln. Und jetzt sind wir schon fast so weit, dass wir den ersten Druckauftrag geben können. Und da wählen wir am besten die weiße Flexfolie, genau. So. Der Plottauftrag ist ähnlich wie ein Druckauftrag, hier einfach auf Drucken. Wir sehen jetzt also auch hier schon, dass der Sicabo C60-2 angegeben ist. Weitere Einstellungen brauchen wir nicht vornehmen. Ich habe jetzt schon mal hier eine weiße Flexfolie in den Plotter eingelegt, genau. Und den Plotter online geschalten. Das heißt, du könntest jetzt den Druckauftrag geben. Genau. Und schon legt er los. Wunderbar, der Plotter ist fertig. Wir schneiden die Folie einfach jetzt hier ab. Genau. Bitteschön. Und man sieht jetzt auch hier schon ganz schön die ausgeschnittenen Buchstaben von vorher. Okay, jetzt kriegst du hier von mir so eine Entgitternadel und mit der kannst du jetzt bitte die Buchstaben herauslösen. Thank you.
Genau. Und runter damit. Hier noch das letzte Futzerli. Ja. Und fertig ist der erste Teil. Man sieht jetzt auch schon, die weißen Buchstaben deines Logos sind schon fertig. Und ich habe da in der Zwischenzeit auch schon mal was vorbereitet, nämlich, wenn wir das jetzt hier so übereinander halten, ich habe die grüne Flockfolie schon gemacht und dann geht es jetzt ab zur Heißpresse. Da legen wir das T-Shirt so ein, auf die Seite, auf die wir den Druck haben wollen. Pressen nur 5 Sekunden an, dass das T-Shirt schön plan ist. Die Presse ist auch jetzt auf 160 Grad eingestellt und jetzt kannst du deine Grafiken einlegen. Genau, fangen wir mit dir an. Denk dran, oben muss die 4 noch rein. Das von der Fläche her passt, okay. Ja, und dann fester anpressen und nach 15 Sekunden klingelt es und dann sind wir fertig. Wunderbar, genau. Jetzt müssen wir das Ding nur noch ein kleines bisschen abkühlen lassen. Genau. Dann kannst du jetzt anfangen, die Folie abzuziehen. Wunderbar, vorsichtig. Jo, Teil 1 ist fertig. Jetzt fehlt noch unsere farbige 4 und die i-Tüpfelchen. Das gleiche also nochmal. Legen wir das T-Shirt wieder ein. So, bitte sehr. Genau, wunderbar. Ja, und pressen. Schnell andrücken und wieder 15 Sekunden warten. So, schaut gut aus. Leicht abkühlen lassen, nicht vergessen. Ja, ich denke, das kann man schon abziehen. Ja. Jo, und fertig ist unser zweifarbiges bedrucktes T-Shirt. Und so schnell kommen wir mit unserer Kreativtechnologie Schneideblatt, Flock und Flex zu einem hochwertigen Designerschwert. Man kann damit natürlich noch viele, viele andere Dinge machen. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Zum Beispiel andere Oberflächen wie Neon, Silber, Chrom oder Gold. Und selbstverständlich geht das Ganze nicht nur auf T-Shirts, sondern beispielsweise auch auf Cappies oder auf Fußballtrikots. Unsere Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Alles, was Sie hier sehen, Verbrauchsmaterialien, Trägermaterialien und die entsprechende Hardware gibt es bei uns im Webshop unter www.jo.de. Damit verabschieden wir uns. Danke dir, Alexis, fürs Kommen. Bitte schön. Und tschüss, servus, bis zum nächsten Mal. Yo, do it your own way.